Listen. Das ist das Hotelzimmer. Mehr ist heute nicht drin. Kurz mal setzen hier. Oh. Das Problem, das ich mit Vloggen habe, ist, dass ich es überhaupt nicht abkann, wenn andere Leute das mitbekommen. Und diese Wände hier sind mega hellhörig. Es ist mitten in der Nacht. Wir müssen aber noch ein bisschen reden, deswegen muss ich mir jetzt irgendwas einfallen lassen. Okay, Leute, ist safe. Okay, kurze Lagebesprechung. Erstmal vielen Dank an all die lieben und netten Kommentare, die ich unter dem ersten Video bekommen habe. Ich lese natürlich immer noch jeden Einzelnen und freue mich über jeden Kommentar, der da reinkommt. Und das ist richtig schön, dass ihr so viel Freude daran habt. Und es ist eine tolle Motivation, auch weiterzumachen mit den vielleicht täglichen Vlogs. Ich habe es ja eigentlich gar nicht vorgehabt, aber irgendwie ist es ganz geil. Vor allem natürlich in der Kooperation zusammen mit meinem Außenreporter Tim. Und ich höre gerade, dass die Leitung jetzt steht, oder? Tim, kannst du mich hören? Vielen Dank, Tim. Ja, ich kann dich gut hören, genau. Ich stehe jetzt hier gerade an einem Supermarkt in Frankreich und wir haben hier gerade, wir können einmal kurz rumgehen, ein paar Leibspeisen geholt, der einzelnen Fahrer. Izzy, du bist auch noch da. Ja. Hey, wie geht's dir? Du hast bist du gerade dabei. Ne? Habe ich nicht mit gerechnet. Du hast dir was geholt? Ein Müsli-Riegel, der war aber schon angerissen, habe ich gerade gesehen. Und jetzt versuche ich hier gerade herauszufinden, ob das jetzt angeschimmelt ist oder ob das so normal ist. Ob das du bist ja eben auch ganz, ganz böse auf die Nase gefallen, ja, weil du dir ein Sandwich holen wolltest und hast du gesehen, das war leider Thunfisch. Ja, das war leider Thunfisch. Soll man ja nicht machen, da sterben ja Delfine auch, ne? Genau so ist es. Ist das die größte Enttäuschung auf dem Trip gewesen bislang? Die zweitgrößte. Nach, was war die erste? Felix ist dabei. Okay. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Magst du einmal kurz vielleicht für die Kamera reinbeißen? Klar. Achso, ansonsten wollte ich noch einen Tipp geben, auch an alle anderen Mitfahrenden, das Wasser immer in der Carbon Edition holen, dann kann man Gewicht sparen. Alles klar, vielen Dank. Dann beiß jetzt mal rein. Sehr gut. Und auch dir eine gute Weiterfahrt. Ja, auch, ne? So, hier sitzt keiner mehr. Wir gehen einmal kurz hier rum. So, hallo Kevin. Hey, Vorsicht, nicht erschrecken, ich komme von hinten. Wie geht's dir? Sehr, sehr gut. Ja? Nicht mehr so hungrig wie vorher. Oh, mir geht's gut. Vorsicht. Ich hab das Sandwich schon. Ich tausche das aus. Ich hab noch welche. Mit, ja? Ja, ja. Was mit dieser 3-Sekunden-Regel? 2 Euro, wenn du reinbeißt. Ja. Scheiße. Ja, ich hab kein Geld dabei, sorry. Kevin, wie ist denn bislang so ein bisschen die Fahrt für dich? Du bist ja schon immer, ich sehe dich immer, ich fahre ja meistens hinter dir. Du bist immer so lässig, lässt die Hand so ein bisschen schweifen und sowas. Dir geht's richtig gut, du hast eine richtig gute Zeit, oder? Verdammt gut. Ich habe ja auch super Musik dabei. Ja. Die Box raufgeschnallt und ja, tolles Wetter, Regen, Sonne. Hast du noch einen musikalischen Geheimtipp vielleicht für unsere Zuschauer? Wie haben wir da? Ich habe jetzt auch nicht ewig Zeit. So, dann gehe ich doch mal hier zu Siki. Was hast du gegessen? Ich hatte eigentlich genau dasselbe wie Izzy, aber mein Ziel war jetzt nicht, etwas Vegetarisches zu finden. Okay. Deshalb habe ich es dann auch aufgegessen. Das heißt, du schredderst dir die Delfine aus dem Weltmeer rein? Genau, ja. Okay. Alles klar. Dann hoffe ich, dass dein Magen das gut verarbeitet und vor allem dein Gewissen. Also, bis gleich. So, und dann haben wir natürlich hier genau im richtigen Moment aus der Garderobe, gerade noch aus dem Tourbus gestiegen, unser Superstar, the one and only, Herr Müller. Schönen guten Tag. Einmal bevor Sie... Achso, da bin ich gerade dran vorbeigegangen. Felix, wie geht's dir? Willkommen bei Coke TV. Du trinkst eine Cola, nicht nur aus Leidenschaft, sondern... Ich bin auf dem Parkplatz hier. Ich bin dreifach getestet und habe mir gerade noch ein Stäbchen hier in den Rachen stecken lassen.
Abstand. Wie wär's mit ein bisschen Abstand? Ich muss mich jetzt auch nicht hier anmachen lassen, Felix. Ich dachte, wir können mal einen netten Talk machen, aber wenn du das nicht möchtest. Nee, wenn du das nicht möchtest. Ich dachte, weißt du, ich dachte, die Leute, du könntest nochmal den Leuten sagen, vielleicht. Felix, geht's dir gut? Mir geht's fantastisch. Ja. Ich freue mich richtig, dass wir auf der Tour sind. Ich mich auch. Wie war das Regenwetter für dich? Ist erstaunlich wenig schlimm, weil das Wetter ist einfach. Der Regen ist einfach über die Hose rüber. Ich wurde gar nicht richtig nass. Ich fand's richtig geil. Ja. Gut. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ich grüße meinen Kameramann Tim, weil der steht noch irgendwo da drin. Okay, aber der bleibt jetzt hier, muss er einen Job angefangen, oder was? Wahrscheinlich einen besseren, ja. Okay, alles klar. Gut, Tim. Dann gebe ich zu dir zurück ins Hotelzimmer und guck nochmal diesmal unter die Laken, weil ich habe gehört, gestern hattest du da ganz, ganz schlimme Probleme mit ein paar Milben. Zurück zu dir ins Studio. Super, Tim, vielen Dank. Leute. Tim, pass auf, bevor du weiterquatschst, ich habe natürlich das Wichtigste vergessen. Ich muss natürlich auch noch zeigen, weg von meiner Karre! Ich muss natürlich auch noch zeigen, was ich mir gekauft habe. Und zwar, magst du mal ganz kurz halten? Und zwar habe ich mir nämlich hier, also in meinen Mund quasi, habe ich mir nämlich jetzt hier auch ein Sandwich gekauft. Das würde ich gerne einmal kurz verköstigen, weil Kochvideos funktionieren. Was? Nee, nix. Nur mein Name. Fertig? Ich habe jetzt kein Kleingeld für Sie. Tschüss. Denn so Kochvideos laufen auf YouTube ja auch besonders gut. Und deswegen einfach auch nochmal so eine Live-Verkürzung. Boah, sieht das abartig aus, krass. Okay, so, gucken wir mal kurz. Du bist wie gewillt. Aber mega lecker. Super gut. Pass auf. Das kommt jetzt hier wieder rein, weil das spare ich mir gleich für gleich auf, wenn ich losfahre, wenn die Kamera aus ist. Eistee habe ich hier auch noch, Wasser habe ich hier. Und ansonsten, genau, vielen Dank, habe ich mir hier auch noch so ein paar geile Riegel gekauft. Und bringe ich dir einen mit, Tim, ins Studio. Und zwar hier, schau mal, das ist der absolute Knaller. Die, hier, Chocopick. Das ist hier, ich weiß nicht, wie die in Deutschland heißen, vermutlich heißen sie genauso. Und da ist hier unten so Milch drin quasi. Die haben sie schön hier bei 180.000 Grad, haben sie die einmal durchgekocht und dann tiefgekühlt. Und jetzt hast du das hier gemeinsam. Und guck mal hier, the whole grain ist hier sogar. Keine Ahnung, was das jetzt genau bedeutet, aber ist auf jeden Fall ein grünes Logo. Deswegen sind wir schön ökologisch unterwegs. So, den esse ich einfach auch noch. Ich mische den einfach kurz mit dem Sandwich. Boah, guck mal hier. Guck mal. Sieht man das? Warte mal, ich muss mal ganz kurz niesen. Boah, das ist gut. Das ist mega gut. Aber ist das Nestle? Also das ist natürlich Nestle. Also bevor ihr jetzt gerade, ich sehe schon ja ganz viele Leute wild in der Tastatur rumtippen. Ja, Nestle, kritischer Verein. Man kann nicht immer alles gutheißen, aber Nestle hat auch fantastische Anwälte. Und deswegen möchte ich die vor allem in allererster Linie mal grüßen. Weil die können mir nämlich wesentlich mehr Stress machen als ihr in den Kommentaren. Und geil schmeckt es trotzdem. Aber natürlich könnte man dann noch mal ein bisschen anpassen politisch, in der Firma, innerhalb meine ich, in der Infrastruktur. Und Oh, ich höre gerade. Ja, ich muss weg. Alles klar. Ich wurde gecancelt. Alles klar. Gut. Dann gut. Tschüss. Leute, ich würde einfach sagen, ich schnack jetzt auch gar nicht lange, sondern verweise euch einfach wie am Ende jedes Vlogs vermutlich auf die Videos von Felix, wo ihr dann auch Material seht, was die eigentliche Tour betrifft. Tim? Ja. Tim? Ja, hallo? Hi. Ich wollte dir nur mal kurz den Rhein zeigen. Ciao. Jo, danke. Also Leute, fantastischen Tag für euch und wir melden uns spätestens im nächsten Reisebericht von mir und meinem Zwillingsbruder, dem rasenden Reporter Tim Bergmann. 2. Gute Nacht.